Hätten eher auf die eine Schlange springen können, da hätten wir vielleicht irgendwas noch, aber naja, egal. Wir haben es geschafft. Das ist wichtig. Na Wahnsinn. Castle Machinery. Ich freue mich jetzt schon. Schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den grünen Edelstein erhältst. Ja, wir haben nur den blauen. Der hat uns jetzt schon einen neuen Weg freigeschaltet, der auch eigentlich ganz nice war. Oh. Schade, da unten sehe ich gleich Leben und so. Was? Ist da drüben schon... Was? Was soll ich tun hier? Was? Hä? Was soll ich tun? Ich weiß nicht wohin. Was? Ah, okay. Da muss er auch erstmal mit rechnen. Na klasse. Da musst du ja auch erstmal mit rechnen, wa? Konzentration. Voll ruhig gewesen gerade, oder? Tut mir leid, aber eigentlich nicht. 8 Leben, 27 Kisten. Ein paar davon können wir nicht kriegen. Was ist richtig? Ja. Seid ihr denn des Wahnsinns? Alter! Ist warm hier. Ist immer gut. Ein Ugedubugebogger. Mal zur Sicherheit gedreht. Dann eine Kamera. Können wir denken. Irgendwann fällt man in den Tod. Und dann werde ich dabei sein. Hey, ein Checkpoint. Alter, ein Checkpoint. Lecken wir die Füße da. Leck sie schon. Was? Das muss hier echt, der muss auf jeden Fall weiblich sein, weil er scheint ziemlich zu frieren, diese ganze Hitzerohre hier. Was? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon 2 Ugebugas. 2 Ugebugas sind ja auch gar nicht mal so schlecht. Mist. Einfach gelaufen. Ich weiß schon wieder nicht wohin. Ich hasse das wie die Pest. Das mache ich überhaupt nicht. Kannst mich doch nicht einfach da runter. Warum kann der da oben laufen? Finde ich gut. Gut, dass wir ihn nicht weggehauen haben. Mach das nicht nochmal. Batsch. So, ich glaube, da oben war aber noch irgendwas. Es ist nicht sehr schön. Es ist nicht sehr angenehm. Fuck. Ich hab's kommen sehen. aber irgendwie habe ich nicht drauf reagiert. Okay, rate mal mit Rosenthal hier. Nee. Wir kommen aber trotzdem bis jetzt sehr gut durch.
Die Gegner sind zum Glück nie wirklich immer schwer, ne? Noch ein Checkpoint, Alter. Moment, den anderen Level, da kriegst du gar keine Checkpoints. Da wirst du ausgelacht, wenn du einen Checkpoint willst, weißt du? Ja, nee, lass mal. Lass mal das. Die hole ich bestimmt nicht. Cool, aber nee. Bin froh, wenn ich da durch bin. Nee, die hole ich mir bestimmt nicht, Bernie. Das ist Wahnsinn. Jetzt sehe ich so aus, aber bin ich nun wirklich nicht. Stalk mich nicht. Geh weg. Mag die nicht. Komm, komm, kommen die anderen wieder? Hallo? 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 Hallo, nimm mich mit. Scheint auf jeden Fall eine ganz schöne Tour nach oben zu sein. So, einfach ein bisschen aufs Maul hauen. Das ist aber auch gar kein Problem eigentlich. Aufs Maul hauen kann ich gut, ey. Weißt du, ey? Mist, ich bin gar nicht da. Ich möchte Quests halten, ich bin nicht dahin gesprungen. Pö, sag ich nur, pö. Ich möchte das für die Nachwelt festhalten. I'm not jumping dahin, ey. Ja, nee, lass mal, Alter. Ich kenn mich doch, ich weiß, wie dumm ich bin. Da krieg ich garantiert nicht hin. Ich kenn mich. Dazu kenn ich mich zu gut. Da würde ich alle meine Leben verspielen, bevor ich das hinbekomme. Da wäre ich schneller tot, als was man Schnitzel sagen könnte. Ich weiß noch nicht mal, wie wir überhaupt bis da hinten gekommen sind, ne? Ich bin gerade gesprungen! Let me jumping, yo! Ey, Alter, ey! Mann! Warum verfalle ich eigentlich immer ins Englisch, wenn ich fluchen will? Englisch hört sich viel, viel krass konkreter an, ey. Ich will aber nicht immer das da machen, ehrlich gesagt. Da hab ich gar keinen Freund von. Als andere ist nicht so schlimm, aber das da ist finde ich furchtbar. Frag mich, ob es hier noch einen geheimen Weg gibt, wenn man sich einfach irgendwo runterfallen lässt. Falls jemand das Bedürfnis hat, kann er das gerne machen. Wie bin ich da vorhin durchgekommen? Ist ja nicht so, dass ich eine Ahnung hatte. Hier hätte ich gerne jetzt so ein Unga-Bunga-Ding. Es ist gemein, wenn man da gar nicht ist. Wie habe ich das gemacht vorhin? Wie habe ich das gemacht? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Und warum kriege ich hier eigentlich nicht mehr so ein Unga-Bunga-Ding? Ich bin doch jetzt schon so oft gestorben, da hier langsam mal ein Unga-Bunga-Ding war. Ich nenne das mal Bug, wa? Nee. Respekt an die, die das machen, aber ich nee. Nee. Da töte ich mich lieber. Also da gehe ich lieber da hoch und oben töte mich da oben. Ich finde das gut, dass wir auch für jedes Mal sterben einen Apfel dazu bekommen. Ich weiß nicht, wie habe ich das vorhin geschafft? Ich schaffe das nicht mehr. Wie habe ich das gemacht, bis wir durch unerfindliche Weise gestorben sind? Wie habe ich das denn gemacht? Ich glaube, das Spiel will mich nötigen, das dann zu machen. Aber ich sag nur eins, Spiel. Fick dich! Niemals! Nie im Leben, Spiel. Nie. Du wirst mich nie sehen, wie ich versuche, diese Leben zu bekommen. Nie. Nie.
Ey, das ist wie Nivea-Creme, ne? Nivea-Creme. Geh weg. Geh weg, Paparazzi. Der durfte bleiben. Weil er war ein netter Paparazzi. Der war mehr Papa als ein Razzi. Nein! Nein! Zu viel gewollt! Ich glaube, ich hab's jetzt. Ihr müsst mir glauben. Lacht mich nicht aus. Ich hab's. Ihr müsst mir glauben. Meine Nase juckt. Ich werde das nicht machen, Spiel. Nein, nein, nein. Scheiß auf alle Kisten oder was weiß ich. Nein. Einfach nur nein. Nein. Geh weg. Du riechst. Riechst auch. Ja, du riechst eigentlich ganz gut, aber trotzdem weg. Ich wusste es, dass sich das Ding vorwärts bewegt, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht reagiert. Ich habe es ignoriert. Ich habe es mit meiner grenzenlosen Doofheit ignoriert. Hallo? Nein. Wir haben wenigstens jetzt so einen Ungabunga. Vielleicht kann uns der Ungabunga ja gleich helfen bei der Scheiße da. Ich hoffe, dass wir den Ungabunga nicht schon gleich bei den Ungabunga-Dingern da verlieren. Das wäre nämlich sehr Ungabunga doof. Ist er weg? Oh, danke, ein Apfel. Schon den habe ich schon 2000 Mal aufgesammelt. Ich bin Ungabunga doch schon verloren. Was war das denn? Ihr seid scheiße, seid ihr. Ihr seid scheiße. Da rechnest du doch nicht mit. Oh Mann, das ist scheiße. Mann. Oh, du, das ist... Wie so ein faszinierter Japaner, Alter. Wo soll ich denn wissen? Woher soll ich das denn verdammt nochmal wissen? Weiß doch keiner. Das weiß doch keiner, dass da sowas ist. Hey, Apfel, dich kenne ich, dich nehme ich mit. Oh, wir haben es geschafft! Oh, ja, wirklich. Oh, wir haben es geschafft. Ja, Gott sei Dank, ja, wer hat geschafft. Oh, meine Güte. Zumba, Wumba, Wumba, du. Meine Güte, wir haben es wirklich geschafft. Schön, war ja gar nicht so schwer. Dr. Nitrius Brio. Okay, das wird wohl der Typ sein, den wir da hatten. Jetzt kommt es wohl echt alles aufs Endgegner-Ding auch drauf an, wa? Wir schauen mal rein. Oder? Na, ich glaube, warte. Ist jetzt ja nur nicht mal sehr viel. Sieht zwar immer noch 57%, aber vielleicht, was ich so... Ich habe keine Ahnung. Es sieht aber danach aus, als ob es da zu Ende ist, weil wir jetzt ja auch schon gegen Dr. Nitrius Brio kämpfen müssen. Aber nichtsdestotrotz... Einmal kurz gucken. Na komm, den können wir noch. Einmal geht noch. Wir können auch einmal 20 Minuten machen. Das haut dann mehr hin. Wenn du einen Klecks zerdrückst, spritzt der quer durch den Raum. Was? Okay, eng...
Aha, okay, gut. Ist jetzt nicht so schwer. Hui, okay. Manche machen aber auch einfach nichts. Mist! Da war noch einer. Okay, ist aber machbar. Kann man machen, muss man nicht, kann man aber. Leider ist die Tiefenwahrnehmung hier irgendwie ganz schlecht. Aha, das passiert also, wenn wir in seine Nähe kommen. Muss man ja mal ausprobieren. Man weiß es ja nie im Leben, ne? Irgendwann gibt er dann also auf. Also erstmal hüpfen lassen. Hauptsache ausweichen. Und irgendwann ist er dann müde. Ist ganz schwer, das einzuschätzen, wie sie gerade springen. Ist ganz schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Ist echt schwer einzuschätzen, wie er gerade hüpft. Gut, hier ist es eigentlich relativ egal. Hier ist eigentlich relativ egal, wie viele Leben wir verlieren. Süß, dass ich die Szene überspringen kann. Wenn wir ihn treffen, treffen wir ihn. Wenn wir ihn nicht treffen, würde er nicht, ne? Was ist das? Kann ich das nicht auch auf ihn schleudern? Sehr gut. Au, verdammt. Okay, der hat 3 gewonnen. Ja, man muss ja natürlich erstmal sehen, was sie da jetzt erstmal für Techniken machen, nachdem die mehr Leben verloren haben. Da muss man ja erstmal sehen, was die überhaupt oder wann der überhaupt loswirft. Was das für eine Reichweite hat. Mist! Das war ganz schlecht gesprungen. Da hätte ich nicht irgendwie zwischen dürfen. In your face, Alter. Kennt deine Mom auch, du. Ich sag's dir. Manno. Da macht man einmal einen Mutterwitz, ne? Einmal macht man einen Mutterwitz und dann kommt sowas. Hey, ich war auf den. Sehr schön. Oh, das lief gut. Das lief gut. Ist ja gut, Junge. Bleib mal gekettet, ey. Gekettet. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Warum ist denn der das jetzt? Warum ist denn der das jetzt? Oh, wieso... Mache ich den da fertig? Ich kann mich hinter den Stein verstecken, aber im Endeffekt. Ich habe jetzt gesehen, der. Ich dachte, der werft die grünen Dinger auch auf uns. Ich dachte, der werft die grünen Dinger auch auf uns, macht aber gar nicht.
Mehr schlecht als Glück. Mehr schlecht als recht. So, wie machen wir das denn jetzt aber am besten, dass der da... Das hier, wie machen wir das denn jetzt am besten? Vielleicht von oben dann raufspringen. Ja gut, dann ist noch ein bisschen... Ist noch ein bisschen Überlegungssache, doch. Ist jetzt nicht ganz so, dass du da jetzt nur ein bisschen rumhampelst, aber... Wir hätten wenigstens da einen Checkpoint reinlegen können, dass ich bei dem Grünen anfange. Aber wollen ja auch nicht zu viel verlangen.